Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Wir sind heute das allererste Mal unterwegs mit Fiona an die Arbeit und ich lese euch gerade noch mal kurz vor, was hier steht. Tägliches Experimentieren. Willkommen bei Future Sim Labs. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen und vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Es ist dein Job, hochentwickelte wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Nun ja, willkommen an Bord. Yeah! Wir haben es also endlich geschafft, den Morgen rumzukriegen und sind jetzt hier auf der Arbeit. Fiona hatte noch ihren ersten Durchbruch unter der Dusche erzielt und hat einen, wie hieß das, Momentum-Dingens irgendwie erfunden. Das steht im Notizbuch drin. Und ja, wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie das hier so weitergeht. Juhu, Fiona ist zur Arbeit. Halt, warte auf uns. Ich will das alles wissen. Mehr steht da nicht. Okay. So, was müssen wir denn hier machen? Ja, genau, das Ding hat sie erfunden. Also, die Idee dazu hat sie erfunden. Sagen wir es mal so. Jetzt darf sie ihn auch erfinden. Wähle Erfinden am Erfindungserbauer und dann den Momentum-Konservator aus der Liste. Okay. An einer Kaffeemaschine darfst du rumbasteln und die Kollegen kennenlernen. Ja, normal wäre ich ja dafür, Kollegen kennenzulernen. Wie lange hält denn das konzentrierte Dingens hier noch? 14 Minuten mit dem Heureka, das Ding noch 2 Stunden, 3 Stunden. Weil es ist natürlich gut, wenn man konzentriert ist auf der Arbeit. Wir wollen uns aber mal umgucken hier. Guckt mal, so sieht das Ganze aus. Wartet mal. Hui! Das ist also der Arbeitsplatz von Fiona. So von außen erstmal, ne? Da gibt es ganz viel Gesteinszeugs und keine Ahnung. Das geht auch hier noch weiter. Also, hier kommen noch Sachen. Komische, ja, Geräte, aber ich finde das hier schon genial mit diesen ganzen, ach Gott, wie nennt man das, Schornsteinen und, mir fehlen die Worte. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich wenigstens. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal um. Da sind wir, ne, hier auf dem Erdgeschoss, ja. Es gibt auch einen Keller, glaube ich, oder? Zeig mal, gibt es auch einen Keller? Ja, es gibt auch einen Keller, guck da. So, was steht denn da für Zeugs? Da gibt es so komische Gerätschaften. Was ist das? Ansehen kann man das. Achso, da kann man Sachen ansehen. Nee, das musst du jetzt nicht angucken. Ist schon gut. Ich versuche nur rauszufinden, was man mit dem ganzen Kram machen kann. Ich sollte mal näher ran. Aber auf jeden Fall, finde ich, sieht das höchst interessant aus. Ich glaube, das könnte sogar eine Dusche sein. Genau, das Ding da ist eine Dusche. Da kann man also auch duschen und keine Ahnung, hier im Keller. Das muss man sich ja erstmal alles ganz genau anschauen, sonst weiß man ja, wo man was findet. So, und wir sind jetzt gerade hier. Hier ist der Eingangsbereich. Stehen wieder so Kisten rum, überall liegen Rohre oder verlaufen Rohre lang. Da ist auch so ein komisches Gerät, das man auch nur ansehen kann. Okay, hier haben wir einen kleinen Empfangsbereich mit einer Dame am Empfang. Das ist die Rezeptionistin Eva Capriciosa. Okay, ja, die können wir doch schon mal kennenlernen. Komm, wir stellen uns zumindest mal vor. Das sollte man tun, sich bei den Kollegen wenigstens mal vorstellen. Hier ist schon mal eine Toilette, da kann man Pflanzen, irgendwas mit Pflanzen machen, das ist gut. Ah, dann geht's hier lang. Da ist auch ein Bauplatz für Rakete und so. Da geht's hoch zu dem Ding. Aha. Ach, das ist doch schon mal nett. Mhm. Leute kennenlernen, ja. Okay, können wir die, wenn du schon gerade dabei bist, kennenlernen hier. Jetzt ist sie inspiriert. Na gut, egal. Auch nicht schlimm. Was will sie denn da? Etwas Pflanzen. Okay. Aha, sie hat herausbekommen, dass die Eva... Entschuldigung, dass die Eva hier eine romantische Seele hat. Was willst du an dem Gerät? Da bin ich noch nicht, Mensch. Mach doch mal langsam, Mädel. Du machst mich wahnsinnig. Gut, okay, gehen wir halt da lang. Ist in Ordnung. Da haben wir den Hauptraum. Das ist... Ah, guck mal, Luna will...
Villarreal. Die war doch, glaube ich, auch in dem Park, als wir das Date mit Lukas hatten. Das ist schön. Komm, der kannst du dich auch mal vorstellen. Die kennen wir auch scheinbar schon. Ja, super. Hallo. Kannst du mal... da können wir über Metalle und Kristalle bitten und so Sachen. Ja, was kann man noch machen? Einmal nach Tag fragen, genau, und auch mal kennenlernen vielleicht noch. Ja. Jetzt dauert das immer so lang, bis ich das finde, was ich suche. Sorry, da haben wir es, kennenlernen und vielleicht noch einen Tag verschönern. Genau. Das kannst du machen, während ich mich hier umgucke. Also, da haben wir unser Analysegerät, das kennen wir ja schon von, ne? Das haben wir auch schon daheim. Da haben wir das Mikroskop. Da haben wir auch noch mal so ein Analyse-Dingensgerät. Ja, hier gibt es auch zum Analysieren. Ganz toll. Regale und so. Ah, die ist auch romantisch. Sag mal, hier sind sie alle irgendwie romantisch. Kann das sein? Und hier ist das... Oh, wer ist das da? Ah, Saya Ikeda. Seniorin. Okay. Labortechnikerin. Und hier haben wir dieses Erfindungsbauer-Ding. Und da würde ich sagen... Aha, kann man brainstormen, rumbasteln mit Roboter. Oh, wir plaudern mal mit dem Roboter. Das will ich mal sehen. Hihihi. Der sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Na du? Wer bist du? Wie heißt du? Hast du einen Namen? Erzähl mal. Wie geht's dir denn so? Oh Gott, das ist ja so genial. Ah, über Zirkel, genau. Muss man reden. Und du machst hier die ganzen Sachen. Du baust das alles, oder wie? Da musst du aber echt, ja, Vertrauen in diese Robotertechnik haben. Ja gut, okay. Dann würde ich sagen, du erfindest mal dieses Dingens da. Was auch immer dann das ist. Damit wir hier auch mal vorwärts kommen, ne? Oh, sieht das genial aus hier. Guck da mal. Wow, mit Lasereffekten und allem. Wow. Das ist schön. Ist da was? Das gucken wir uns richtig an. Zeige mal. Da und dort, genau. Und da zusammenschweißen und da was hin und dort muss noch was hin. Richtig. Das ist doch cool, sowas macht doch Spaß. Da könnte ich stundenlang zugucken. Ah, und jetzt wird alles abgescannt. Oder gelasert oder was auch immer. Das sieht aber eher aus wie Scannen. Oder zusammenfügen, schweißen. Nein, das ist farblich, das muss scannen oder lasern oder irgend sowas sein. Ey, aber Fiona sieht gut aus mit ihrem Roboterhelfer da, Erfindungsbauer-Teil. Irgendwer lacht mir gerade ins Ohr. So. Und jetzt, was nun? Zeig uns, was damit passiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt wird's geschweißt. Zusammengeschweißt. Und das sprüht die Funken, ey. Halleluja. Wow. Das sieht so voll genial aus, irgendwie. Juhu, da haben wir das Gerät. Und einmal den Roboter tätscheln. Jawohl. Super. So, wir haben einen Momentum-Konservator erfunden. Fiona hat einen Momentum-Konservator erfunden. Schalte ihn ein und sieh zu, wie er sich dreht. Ziehe den Momentum-Konservator vom Erfindungsbauer in das Inventar von Fiona, um ihn bei dir zu tragen. Ah, so. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen ihn einschalten. Und dann sollen wir immer noch an der Kaffeemaschine rumbasteln und einen Kollegen um ein Metall bitten. Okay, dann stellen wir das Ding erstmal dahin und schalten. Wir sehen uns den kurz an und dann schalten wir den mal ein. Und gucken, was da passiert. Ah, so sieht das aus. Sieht sehr interessant aus, das Gerät. Was auch immer, wofür das auch immer sein soll. Aha, ja cool. Okay, gut. Dann mach den wieder aus, würde ich sagen.
Und dann packen wir ihn ins Inventar. Hopp. Ab damit. Jetzt hat sie ihn im Inventar. Coole Sache das. Halt, warte mal. Nee, du brauchst da jetzt nichts machen. 10 Minuten an Rakete bauen, mit Kollegen um Metall bitten. Jo, wen haben wir denn da? Komm, kannst du mir gerade ein Metall geben, bitte? Kristall. Okay, nee, ich will ein Metall. Um Metall bitten. Ach, haben wir doch wieder was. Was machst du denn jetzt wieder? Mädel, ich weiß, dass du es liebst zu experimentieren und alles, aber das ist gerade keine Aufgabe. Was auch immer du da tust. Was tust du? Analyse üben. Nee, du musst jetzt nicht Analyse üben. Kannst den Notfall daheim machen. So, genau. Sie kriegt ein Pyrit. Yeah, cool. Und dann mit Eva Capriciosa über Kollegen tratschen. Okay, das ist die andere da unten. Ja, wer hat hier sehr viel soziale Kontakte? Das muss man sagen. Das habe ich schon mal gehört. Irgendwie so. Was willst du über Kollegen tratschen? Du bist doch die Richtige jetzt, hoffe ich mal. Ja. Über Kollegen tratschen. Wo sind die denn? Über Arbeit reden, über Arbeit beschweren. Erfindung schwärmen. Ja, erschwärm mal von deiner Erfindung. Hauptsache, du kommst mal hierher. Über Arbeit beschweren. Arbeit, über Kollegen tratschen. So. Oh, ich dachte schon, sie muss aufs Klo. Ey, lauf mir nicht davon, wenn ich hier suche, über Kollegen zu tratschen. Wo ist denn das? Ah, da ganz hinten natürlich. Wo auch sonst. Wegen was bist du jetzt eigentlich beschämt? Unbehagliche Begegnung. Ah, wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Ah, wird schon noch. Ja, supi, auch erledigt. 10 Minuten mit Erfindungsbauer plaudern. Man hätte das nicht vorher kommen können. Das hatten wir doch schon. Und an der Kaffeemaschine rumbasteln. Ich glaube, sie möchte sich verziehen. Sie bastelt jetzt an der Kaffeemaschine rum. Wir haben uns nämlich hier oben auch noch nicht umgeguckt. Da gibt es nämlich noch mehr. Guckt mal. Wo ist die Kaffeemaschine? Da. Geh mal an der Kaffeemaschine rumbasteln. So. Hier gibt es also auch noch mal eine Toilette. Und eine Dusche und so. Snackautomat, ein bisschen wie bei Donika halt auf der Arbeit, ein Essensbereich. Hier kann man sich hinsetzen, ein bisschen was lesen. So eine Art Ruhebereich, sogar Schach spielen kann man hier. Das sieht aus wie das Büro des Chefs, der nie da ist. Oder vielleicht kommt da mal von... Ja, wahrscheinlich. Also ich muss gestehen, mich erinnert es an so Büros beim Bund. Und das hat so ein bisschen Militärcharakter für mich. Vielleicht, wenn dann vom Militär die Aufträge kommen, vielleicht kommt dann der Oberst oder oberste Kommandeur hierher. Und ja, und guck mal, fit halten kann man sich auch. Also nicht nur geistige Fitness zählt hier, körperliche ist auch gern gesehen. So, war da gerade eine Nachricht? Ja, bestimmt. Was machst du da? Was macht man? Nee. Hast du schon rumgebastelt? Was willst du denn jetzt wieder? 10 Minuten Analyse üben oder mit Maria plaudern? Jetzt kannst du Analyse üben. Oder du baust an deiner Rakete weiter. Wo willst du hin? Du, die ist auf dem Klo. Du willst noch eine unbehagliche Begegnung. Komm, dann bau hier noch ein bisschen. Kannst du auch machen. Dann bau hier mal noch ein bisschen. Schadet nichts. Wenn du irgendwann vielleicht die Mission kriegst, hier wegzufliegen, dann sollte das Teil auch gebaut sein. Das wäre schön. Und wir wissen ja schon, sowas kann dauern. Aber ich find's toll. Ey, Mann, mir gefällt das und wir sind schon voll gut dabei. Wie viele Dinger muss er eigentlich noch haben? Wie viele Durchbrüche? Noch 5. Okay, einen haben wir gehabt, den unter der Dusche. Und dann brauchen wir noch 5 Stück davon und dann geht's ihr gut. Ja, supi. Du sollst eine Frucht oder Blume analysieren. Okay, das ist mal was anderes. Okay, haben wir vielleicht noch was im Inventar, was du da analysieren kannst? Warte mal. Flora analysieren. Ja, guck mal. Du hast sogar noch was. Yeah. Gut, dann komm mal rüber.
Und analysiere mal. Ach, da hinten ist ja auch noch ein Raum. Stimmt. Gott, ich bin ja noch längst nicht fertig mit unserer Besichtigungstour. Da ist zumindest noch ein PC hier. Und hier ist noch so ein Räumchen. Guckt mal, da gibt es auch noch mal Mikroskop und diese ganzen Analysegeräte. Und ich finde, das hat schon was. Also irgendwie haben sie es echt gut gemacht hier mit den Sachen. Und da ist die Eva, ne? Jawohl. Ich muss mir die Namen und die Leute merken. Ehrlich, das ist schon interessant. So, ein Frucht oder Blume analysieren. Blume ist Flora, da macht sie ja wohl richtig, ne? Hoffe ich. Zeig, was machst du? Ich will zugucken. Ja, genau, die Funktion von dem Gerät kennen wir ja, wie gesagt, schon. Das ist das gleiche, was Donika auf der Arbeit hat. Ja. Jojo, wo ist das? Zeig her, das Ganze. Ach, ist das toll. Ich bin so genial. Ich kann mich kaum beruhigen. Ja, Analyse war erfolgreich. Ja. Hat der Flora möglicherweise geschadet. Fiona sollte nächstes Mal vorsichtiger sein. Ui. Und Heureka. Was, 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 was? Eine Idee für ein... Oh! Sie hatte wieder einen Durchbruch. Habe ich was verpasst? Fiona hat eine Idee für ein Synthetiknahrungsmittel aufgeschrieben und damit ihren zweiten Durchbruch erzielt. Klicke auf das Notizbuch-Button, um mehr zu erfahren. Ja, machen wir doch mal direkt. Ein Synthetiknahrungsding. Okay, zeig mal. Synthetiknahrung. Ah, jetzt gibt's hier Serien und da sind die Erfindungen. Ah, coole Sache. Man braucht eine beliebige Pflanze. Okay, cool. Da kann sie sich dann auch was ausdenken. So, jetzt muss er Analyse üben, ein Metall analysieren oder 10 Minuten mit dem Ding hier babbeln. Du willst weder noch, ne? Ich glaube, du willst es, ja, den Himmel beobachten am liebsten. Komm, plauder noch mal ein bisschen mit dem, damit er sich wohlfühlt mit dir. Was machst du denn schon wieder? Im Internet surfen, ja. Eigentlich hat sie ja ihr Tagespensum erreicht. Rein theoretisch kann sie machen, was sie will, ne? Ja. Und Metall sollst du dann auch noch analysieren. Wie viel Zeit haben wir hier noch? Was? Noch so lange? Noch 2 Stunden? Uiui. Okay. Oh, Tatsache! Habe ich das nicht letztens erwähnt? War das nicht genau mein Ding? Zu wissen, ob, wenn man das Großstadtleben hat, auch da, wir kriegen es mit, wenn so Sachen sind. In der Stadt findet das Gewürzfestival statt. Klicke auf einen der dynamischen Schilder statt. Cool, das heißt, wir könnten rein theoretisch jetzt hier draufklicken und dann dahin reisen. Das ist dann das, was dazu kommt, die Info dazu. Und wenn das dann losgeht und man dahin will, müsste man, glaube ich, hier draufklicken und dann könnten wir dahin. Aber wir sind noch am Arbeiten. So ein Pech aber auch. Nee, das werde ich, wie gesagt, erstmal hier beiseite lassen. Also wenn, gibt es dazu dann die Challenge und wo wir das alles erstmal erkunden werden. Und dann später kann man natürlich hier auch das in dieses Let's Play einbauen. Ist ja klar. So, jetzt sitzt die da und übt, beziehungsweise analysiert da ein bisschen was. Sie will mit der Luna aber noch ein bisschen schwatzen. Über die Arbeit reden. Okay, dann tu doch mal nachfragen. Ist das eigentlich auch die, mit der ich reden will? Nö. Das geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Wo ist denn die Luna? Hallo, Luna. Aber wir haben sie von dem Gerät weg. Kannst du ja auch noch mal ein bisschen üben. Tu mal bitte noch mal ein bisschen üben. Ich such mal die Luna. Die sitzt wahrscheinlich... Nee, die sitzt nicht am PC. Wo ist Luna? Luna, wo bist du? Ja, diese Sucherei. Ich muss echt die Leute auseinanderhalten lernen. Da ist sie jetzt. Ach, die haben die Plätze getauscht. Ist so eine Frechheit, Mensch. Tauscht ihr einfach die Plätze, ohne mir was zu sagen. Ja. Alles toll. Ich finde das sowas von lustig. Wobei, warum will ich dich... Okay, gut, du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, üben reicht dann. Komm, dann üb. Ein bisschen analysieren. Ist doch das Richtige. Ja, üb. Auf was wartest du, Mädel?
Worauf wartest du? Ja, mach mal. Und Donika hat 702 Simoleons mit nach Hause gebracht und außerdem großartige Arbeit geleistet und hat einen Urlaubstag verdient. Ja, super, ey, das läuft. Ui, wir haben ein neues Element gefunden. Ja, toll, ein Selium, das kann dann in unsere Elementensammlung. Haben wir das im Ab? Haben wir das im Ding? Und schon wieder ein Xenopetrium. Oh Gott, diese Namen. Ja, die haben wir hier. Toll, die können wir uns daheim in die Sammlung. Was ist das eigentlich? Ach, den Prixit, den solltest du natürlich auch noch, den müssen wir aufheben. Ja, an einem Computer soll sie rumbasteln. Na, nee, du wolltest ja noch mit der Luna quatschen. Ist die noch da? Ja. Komm, dann sagt der Luna noch ein bisschen über Arbeit reden, irgendwas, keine Ahnung. Über die Arbeit reden. Über Arbeit reden, da haben wir es doch. Komm, das reicht. Kannst du noch ein bisschen mit ihr über die Arbeit reden? Hat schon wieder ein neues Element gefunden. Ey, das ist ja Wahnsinn. Xeno-Dingsbums. Keine Ahnung. Ja, und die Schicht ist beendet. Auch gut. Wir haben super gearbeitet. Yeah. Oh Gott, ja, wir haben es geschafft. Der Tag ist beendet und mein Part, meine Partzeit auch. Also ich sehe mal wieder, es passt genau in so einen Part rein. So ein Tag mit Fiona auf der Arbeit. Ach, herrlich. Ich finde das so schön. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu sagt, wie euch das da als Wissenschaftler gefällt. Aber vor allem, wie, was ihr zu dem Erfindungsbauer meint. Ich finde dieses Gerät einfach fantastisch. Und vor allem die Sachen, die man dann da erfinden kann. Das wird bestimmt noch ganz toll werden. Mit diesem Momentum-Konservator. Ja, das ist wie so ein... Ich weiß nicht, als was ich das bezeichnen sollte. Vielleicht habt ihr ja da irgendeine tolle Idee, was das sein könnte. Ja. Also vom Namen her würde ich fast auf irgend so ein Ding schließen, was den Moment der Zeit irgendwie konserviert. Keine Ahnung, wie so ein Foto. Ist ja auch so eine Art Ding. So, was für ein Arbeitstag. Fiona ist wieder zu Hause und hat 457 Simoleons verdient. Yeah! Cool. Und wie gesagt, wir haben festgestellt, wir kriegen jetzt hier auch die Benachrichtigung, wenn dann irgendeine Festivität oder so stattfindet. Und ja, also ich fand es schön, mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bleibe jetzt gerade hier so mit der lieben Fiona, die so voll und ganz glücklich aussieht, oder? Was meint ihr? Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.